So, jetzt willkommen zu einer neuen Runde Gothic 1. Hallo, meine Damen und Herren. Das letzte Mal wurde verblüfft gefragt, warum ich denn sage, hallo liebe Kinder. Wobei ich das ja oft sage. Einfach nur so. So, wir werden diese Folge versuchen, der Aufnahme im neuen Lager ein bisschen näher zu kommen. Ihr habt mir schon erklärt, warum ich hier meine Klinge nicht gefunden habe. Und zwar ist es zu einem groben Schwert geworden. Und das tatsächlich... So, jetzt nochmal der Vergleich. Wenn ich einen Rohling kaufe, kostet mich das 40. Wenn ich jetzt ein grobes Schwert verkaufe, bringt mir das 50. Das sind 10 Erz. Dann kaufe ich immer die Bude auf. Aber ich glaube, hier so ein glühende Klinge, nee. Das würde sich schon wieder nicht lohnen. Das auch nicht. Gut. Dann Erz. Zack. Die letzte Folge war leider ein bisschen asynchron, so ganz klein Tucken. Manchmal ist es aufgefallen. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Das war ein Versehen. Diese Folge wird das wieder wunderbar sein. Zack. So, jetzt muss ich als erstes, sind ja 9 Stück. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Achso, 9. Ja, ich kann zählen. So, jetzt muss es auf den Amboss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt abkühlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schau mal, wie schnell das geht. Und schleifen. 1, 2, 3, 4, 5. Die schleifen sich so schnell, der braucht nicht mal... Der Schleifstein, der dreht sich so schnell, das erkennt man nicht mal mit bloßem Auge. So, und jetzt verkaufen. Dann müsste ich ja pro Klinge... Ich will mit dir... Gut. 10 Erz plus machen. Richtig. Das heißt, eben habe ich 300... 360 bezahlt. Und jetzt bekomme ich 450. Ah, ne, noch mehr. 500. Oder will ich eins behalten? Ich behalte eins. Einfach so. Also, ein bisschen Gewinn gemacht. So schnell geht das, liebe Freunde. Habe ich jetzt das Erz? Ja. Gut, wir schauen uns jetzt weiter um. Wir müssen ja die einzelnen Gurus beeindrucken. Am besten, damit ihr mal wieder auf dem neuesten Stand seid, lesen wir das einmal vor. So. Ja, genau. Bla, bla, bla. So. Wenn ich mich der Bruderschaft im Sumpflager anschließen möchte, muss ich die Gurus beeindrucken. Dummerweise reden sie nicht mit Neuen. Ja. Lesser der Novize erzählte mir, dass sie mich trotzdem genau beobachten und ich mich in ihrer Nähe würdig erweisen müsse. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das machen soll. Am besten sehe ich mich erstmal im Sumpflager genau um. Ja, und dann haben wir hier schon 3 Quests. Jure möchte meine tägliche Ration Sumpfkraut haben, die ich von Fortuno bekomme. Habe ich die ihm nicht schon gegeben? Balkadar zu beeindrucken, genau. Schlafzauber. Und Balnamib, da muss ich den Lester mal ansprechen, wenn der Balnamib mal nicht in der Nähe ist. So, wir gucken uns jetzt aber erstmal weiter um. Bin ich sehr gespannt. Es ist immer so aufregend, wenn man sich einem Lager anschließt. So. Du hattest... Ah ja, okay. Ist noch derselbe Tag, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt eine Etage höher, würde ich sagen. Ne? So. Aber ich muss sagen, Tarnklamotten hat der Junge schon an. Also wir passen uns hier durchaus an. Was haben wir hier? Eine nette Hütte, wo niemand drin ist.
und Feuer brennt. In der Baumhütte. Ja, so, hier haben wir noch eine Hütte. Ohne Tür, auf der anderen Seite. Guck mal, hier geht's auch noch lang. Aha. Aha. Wer bist du? Kaloms Leibwache. Soll ich nicht zu Kur Kalom? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, alles klar. So, Kur Kalom, du alte Sau. Da ist er. Was willst du? Ruhig bleiben. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Genau, ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Genau. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Alles klar, aber ich habe da noch ein Wörtchen. Was willst du? Ah, genau, ich erinnere mich. Einer der Händler will ja, dass ich das Rezept besorge. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Okay. Aber vielleicht, wenn man aufgenommen wird, ergeben sich da neue Möglichkeiten. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ja, cool. Danke. Nee. Tschüss. So, wir sind noch nicht tot, das heißt, wir haben den mit genügend Respekt. Alter, die Rüstung ist so geil. Ich finde die echt von allen Rüstungen, die ich bisher in Gothic 1 gesehen habe, am geilsten. Richtiger Schlitzer ist das. Die hier ist gammelig. Die ist gammelig. Die will keiner haben. So, ah ja, genau. Wo ich gerade den Nebel sehe. Sichtweite geht noch weiter. Ich dachte, 100% wäre das Maximum. Ja, cool, ne? Zack. Wie geil ist das? Kein Nebel mehr. Und es läuft trotzdem noch flüssig. Freunde, Freunde, Freunde. Ich habe einen NASA-Rechner. Und ich werde ihn benutzen. Wer bist du? Novize. Und eine Hütte, wo ich bestimmt nicht rein darf. Hast du Zeug? Hast du Zeug? Ich frage mich, ob die auch noch andere Drogen nehmen. Hallo? Immer wieder dieselbe Leier. Das geht mir voll auf meine Eier. Auch nur Novizen? Lame. Hier, da geht's runter. Guck mal, da ist fetter Trainingsplatz. Aber da gehen wir noch nicht hin. Wir machen hier erst eine Biegung. Auch keiner drin. Hallo. Sind hier wichtige Menschen? Ist da unten die Schmiede? Nee, Krautstampfer. Krautstampfer-Boys. Hier sind krasse Templer-Boys. Boys. Boys. Boys everywhere. No women. Because they don't do Straftaten. And they don't need to get into the Barriere. Templer. Gornatot. Moin. Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Wir sprechen uns später, weil ich werde eh noch ein Schlitzer-Templer. Könnt ihr mir glauben. Kor Anga, den kenne ich irgendwoher. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Ja, ich auch. Wie werde ich? Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Oh, interessant. Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Okay. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Okay, cool. Cool. So, dahin ging es nicht weiter, das heißt, wir klettern hier jetzt erstmal runter. Weil hier habe ich ja unten was gesehen, wo ich anscheinend auch noch nicht war. Oder? Ah, hier ist der Typ, wo ich einen Novizen schlafen machen soll, Dingens. Aber hier waren irgendwo Krautstampfer. Hier links. Oder? Alter, hier sind doch überall Leitern, also überall kommt man hoch. So, hier irgendwie auf der anderen Seite, verdammt. Hä, nee, wo war das denn?
Doch, da, siehst du? Aber wie komme ich da hin? Ach, kommt man da nur über hier oben hin? Dieses ganze alles hier erinnert mich so krass an die Wookies. Nee, nicht die Wookies. Oder? Diese kleinen Teddybären aus Star Wars, aus der sechsten Episode. Wookies? Nee, Wookies waren die großen Haarigen. Die Kleinhaarigen waren... Nee, fällt mir gerade nicht ein. So, hier ist noch eine Hütte. Hallo? Und hier ist Baal Urun. Den darf ich nicht ansprechen. Weil ich bin unwürdig, wird mir immer gesagt. Gurim. Hey, Gurim, hör auf zu planschen. Hallo? Hallo? Kann ich nicht ansprechen. Bin ich etwa schon wieder unwürdig? Geht doch. Komm hoch. Alter! Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt zwei Tage ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Urun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber der klingt, du als würde er gleich für mich sterben. Zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay. Ich wette, wenn ich das mache, labert der Baal Urun mich an. So, ich muss mir jetzt merken, wie ich hier hinkomme, ohne darüber zu klettern. By the way, gibt's hier noch mehr? So, irgendwie? Nee, da geht's in den grausamen Sumpf. Aber das erinnert mich auch an diesen Planeten, wo die kleinen Teddys sind. Auch das, so die Grillen und Sumpf und Bäume und nackte Menschen, die den ganzen Tag kiffen. Na, wer seid ihr so? Novize, Novize, Novize. Ach, guck mal, da ist ein anderer Ein- bzw. Ausgang. Gut, kann ich eigentlich hier auch mal von der Wasserpfeife irgendwie? Nice. Emo. Ja, ich fühle, wie der Schläfer mir näher kommt. Okay, das scheint nichts zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das eine ganze Zeit lang macht, dass er dann so ein... dass er dann ein bisschen schwieriger zu steuern ist. Nikotinflash und so. So, wo geht's denn hier lang, ey? Hallo. Cooler Templarboy. Du siehst aus wie Koranga. Bist du der Zwilling? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Was für Sumpfhai, Alter. Sumpfhai. Hallo, Sumpfhai. Sind die so schwimmend, ja? Haie halt. Aber ich sehe nichts. Hm. Naja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich muss mich hier erstmal orientieren und hier alles... Ist ja auch immer so, wenn man in den... Ist er halt wirklich blind? Das ist so lange her, ich kann mich an fast nichts erinnern. Nur noch so Bruchstücke. Fetzen. Und deswegen, ihr kennt das, wenn man in irgendeinem Spiel in eine neue Stadt kommt oder ein Lager oder was weiß ich... Dann immer dieser Prozess, ehe man sich zurechtfindet und jede Gasse kennt und bla. Templar. So, genau. Der Dude unterm Alchemielabor von Korkalom. Korkalom war... Man muss eben... Ja, sprich ruhig weiter. Lass dich nicht stören. Da oben nicht. Korkalom war... Ich glaube, hier rechts der, oder? Ja, da, siehst du, da ist die Wache. Und da drunter ist Fortuno mit seinen Boys. Ich speichere mal. Weil ich habe übel lang nicht mehr gespeichert. So. Wie hieß der Typ? Hakan? Harlock. Da. Harlock, du alte Sau. Gurim schickt mich. Gurim schickt mich. Krieg's auf den Arsch. So, nett. Oder nicht nett. Nicht nett. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures.
Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Hast du nicht gesagt? Jetzt gibt's was aufs Maul. Oh, ich halt mehr aus, du. Auf ihn. Ja, Sieger, würde ich sagen. Ja, so sieht das aus. Der hat gar nichts bei sich. So, Junge, Alter. Ja gut, der ist nackt. So nackig, Alter, der hat übelst den Knicknacken. Junge! Der hatte gerade voll den Knicknacken. Das war übel, der Bug. Spul zurück, ey. Das war heftig. So, Junge. Hast du genug? Das wird dir noch leid tun. Ja, ja, jetzt geh Krautstampfen, du Lappen. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich werde Templer. Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Na? Endlich Platzmann. Keine bösen Wörter. Ich will dich einfach nur stampfen sehen. Alter, es wird Nacht. Senoritas. Ja, wo bekommen wir denn eine Bleibe? Hä? Wo können wir denn hier übernachten? Und wo bekomme ich Schlaf her? Verdammt. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu dem Dude, der jetzt nicht mehr stampfen brauchen tut. Der war hier drüben, oder? Irgendwo. Ich habe hier noch keine Orientierung. Ja doch. Ich bin... Ja, da war er. Das war zu hoch. Oh. So ein Feier. Oh, Kopf gestoßen. Hä? Hey. So. Ja, wie das Schwimmen geht, ne? Auch so eine Kunst. So. Wo seid ihr? Ah, ne, hier saßen die drei Novizen und jetzt hier rechts. So. Wie man sieht, sieht man nichts. Da. Da ist er. Oder? Ja. Gut. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war... Darum habe ich dich für eine Stampf besondere man nicht so laut. Aufgabe erwähnt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Damit er alles für sich in Ruhe verpuffen kann. So. Aber sieht man... Ich lerne schnell. Die Gurus... Die Balls nicht ansprechen. Neben denen irgendwelche Quests erledigen. Zack, seid ihr im Geschäft. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Ja. Ja, okay. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, dann soll ich jetzt... Oh, wer bist du denn? Dich kenne ich auch noch nicht. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Arve. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre... Wir müssen flüstern, nicht, dass jemand uns noch hört. Wir nutzen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Ihr seid doch alle. Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Iberion sagt, der Rauchen. Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Korkalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Ja. Nur in diesem Zustand oder wenn so du viel schläfst, zum Thema, sie nehmen auch noch andere Drogen. Empfangen. Koks, Hasch, Speed, Gummibärchen, Pornos. Hier heißen sie nicht Puncher, hier heißen sie Alchemisten. So, was war hier hinten? Oh, da ist ein Crazy Waterfall. Hier kam ich ins Lager rein, ne? Wer bist du? Templer. Crazy. Crazy, crazy. Ich dachte, der Typ heißt gerade Wasserpfeife. So. Ich muss die Krautsammler finden. Und die komplette Ernte Koks, Hasch, Speed an Korkalom liefern. Nee, das ist ja nur Gras.
Marihuana. Marihuana. So, was haben wir hier? Hier geht's raus. So. Weiterhin ist noch eine Hütte. Und ich glaube, mich zu erinnern an damals, dass die hier waren. Also irgendwie jetzt so in die Richtung. Oder weiter links noch. Mal gucken. Wer bist du? Boy. Crazy Boy. Templar of Doom. So. Wir gehen jetzt einfach mal. Uppala. Wenn nicht, ja, falls ich die nicht finde, versuche ich einfach... Alter, was sind das für Viecher? Die sehen ungesund aus. Sumpfhai. Sumpfhai, Alter. Ich hab's echt mit dem... Sumpf. Alter, drei Stück. Ich versuche die mal zu dem Templer dahin zu locken. Vielleicht schafft er die. Und wenn... Eigentlich schaffen... Also die NPCs sind immer überstrong. Aber falls er sie nicht schafft, ist er tot. Und... Der hat bestimmt eine tolle Waffe. Hey! Kann der auch an Land so? Oh, da sind. Hallo! Moin! Okay, ich glaube, sie haben ihn gesehen. So, da oben ist der Templer mit einer Armbrust. Und der ist scheiße schnell an Land sowie in Wasser. Und ich bin scheiße lahm im Wasser. Pitsch, patsch, putsch. So, die Musik lässt nach, verfolgt er mich nicht mehr. Aber der Templer. Ah, er ist jetzt beim Templer. Oh. Lol. Wie das aussieht. Töte es. Töte Templer oder... Töte oder Templer überlebt. Scheiße. Okay, der ballert auf jeden Fall fröhlich vor sich hin. Oh, da ist noch einer. Alter, ist alles voll mit den Viechern. Tja, die muss ich erstmal loswerden. Beziehungsweise er kommt näher. Hallo. Hallo. WTF? Oh! Oh! Oh, ich dachte, es wäre ein Bug und er wäre... Oh! Ha! Ah. Oh! Ich muss jetzt mal schnell durch den Sumpf hier kommen. Hi! Wo? Was machst du denn? Lauf! Lauf! Das ist hier irgendwie alles super gefährlich, was ich mache. Und ich habe nicht mal gespeichert. Geh to the G. So, Freund, wie läuft die Jagd? Läuft? So, soll ich mal helfen? Oh, nee, nicht auf den Novizen. Hier, Sumpfhai. Ja. Nicht Novize. Nee, ich mach dem null Schaden, ey. Aber der Templer geht, bewegt auch nicht seinen fetten Arsch darunter. Geh! 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 Bewegt er sich, wenn ich ihn anrempel? Geh! Geh! Okay. Ich gehe jetzt in irgendeine Hütte und schlafe erstmal. Das macht irgendwie gerade keinen Sinn. So ein bisschen. Moin. Darf ich hier rein? Danke. Sehr freundlich. Zack. Ausgeruht. So, was macht die Jagd, Herr Templer? Oh, da unten ist er. Alter, wo kommt der denn hin? Was macht der denn, ey? Was ist denn hier heute los? Der Hai ist komisch. Hi. 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 Oh, komm her. Heute Abend. Das ist jetzt hier zu ihm. Oh, aber schieß nicht auf mich. Oh! Oh, die gehen ja auf mich weiter. Hier, Templer. Töte.
Töte Fisch. Heute Abend gibt es Fleisch. Okay. Jetzt um den Tempel herumkeiten. Oh, nice. Er haut zu. Oh, ist immer noch hinter mir her. Warum denn? Warum bist du denn hinter mir her? Oh. Alter, stinke ich oder was? Down. Lass mich vorbei. Ruhig bleiben. Der hat nichts dabei. Okay. Ich gehe jetzt auf die Felder und versuche die Leute hier, die komplette Ernte einzutreiben. Ja. Das mache ich. So. Hier haben wir ordentlich viel Viecher. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich gucke einfach ein bisschen. So, es sieht alles ziemlich leer aus. Hm. Aber vielleicht spawnt hier ja gleich was. Nee, hier scheint nicht zu sein. Aber ich laufe hier mal einfach meine Runde. Oh, ich komme der Barriere näher. Glaube ich, oder? Ist das ein Zeichen dafür? Guck mal, ist die hier? Anscheinend. Da vorne sind welche. Zack, und die ernten auch. Was machst du denn? Hat aber wie hoch er springen kann. Also in der NBA wäre er definitiv zu Hause. So, Leute. Viran. Oh, Alter. Hier, ich sammle erstmal alles selber ein. Ja. Heilkräuter auch. So, Viran. Nakidai. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Oh, Junge. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich habe eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Töte alle Sumpfhaie. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich. Pass und auf. Die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Okay. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritten. So leicht kommst du. Okay, also Blutfliegen töten. Auch wenn wir eigentlich fast, eigentlich noch gar nicht stark genug dafür sind. Ich speichere mal. So. Schön. Blutfliegen. Da sind welche. Und da sind auch welche. So, Mädels, komm mal her hier. Wow! Ich weiß ja, ob ich die schaffe. Alter, es ist immer wie ein Helikopter. Ich habe keine Pfeile mehr. Geh, geh. Leute, helft mir! Scheiße! Ich nichts Lol, die rennen weg. Hinterher, los! Nein! Weg mit der. Komm jetzt hier. Du bist dran. Zack. 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 Eine habe ich. Eine habe ich. Ich bin so geil. Zack. Oh. Alter, ich bin in drei Reihen und hab zwei umgenietet. Wer ist der Boss? Ich wusste noch gar nicht, dass ich so stark bin. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt erstmal heilen. Nee, hier, Äpfel. Ich habe gehört, wenn man viele Äpfel frisst, wird man stärker. Aber ich glaube, fünf reichen da noch nicht. Ich fresse erstmal Fleisch. Und Brot. Und Zähne. Nee, Heilkräuter. Hier, mein Eintopf. Und was haben wir da noch? Minecrawler-Suppe. Die habe ich am liebsten. Ein Orkblatt-Heilkräuter. Komm, rin. So, dann klatschen wir die auch noch weg.
dass ich keine Pfeile mehr habe. Geh, geh. Ja, komm ran. Zack. Umgeklatscht. So, die haben ja auch immer Flügel dabei. Ey, waren da noch welche? Alter, da sind nochmal drei. Okay. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein.